Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir zusammen ein super leckeres und praktisches Grundrezept. Wir machen zusammen einen Urdinkel-Blätterteig. Eine normale Blätterteig-Variante habe ich schon mal abgefilmt, kann ich dir gerne verlinken. Heute zeige ich dir die Urdinkel-Variante. Vom System her ist es ein bisschen anders aufgebaut. Du kannst es aber auch nach dem System herstellen, wie bei der normalen Variante. Also kannst du wechseln, ich zeige es dir dann, wenn ich den Teig einschlage, sprich die Butter in den Teig einschlage, mache ich es ein bisschen anders als beim anderen Rezept. Da kannst du aber selber entscheiden, welche Methode dir besser gefällt. Zutaten brauche ich nur sehr wenige. Hier gibt es ein paar Punkte, die wichtig sind. Aber ich kann dir versprechen, Blätterteig selber machen ist nicht so aufwendig, wie alle immer behaupten. Wichtig ist, dass die Zutaten alle sehr kalt verarbeitet werden. Also kaltes Wasser und Butter direkt aus dem Kühlschrank. Als erstes gebe ich 320 Gramm Urdinkel-Weißmehl mit 100 Gramm kalter Butter in die Küchenmaschine. Butter in kleine Stücke teilen, beigeben. Und das ist jetzt die Variante eines geriebenen Teiges. Butter und Mehl werden zusammen verrieben. Nach 5 Minuten ist die Butter mit dem Mehl schön verrieben. Wunderbar. Jetzt fehlt noch die Flüssigkeit, 135 Gramm kaltes Wasser, 6 Gramm Salz dazu und hier gebe ich noch 10 Gramm Essig dazu. Warum Essig? Gebäcke mit Urdinkel laufen gerne in die Breite. Essig ist Säure, stärkt den Gluten und dadurch habe ich eine bessere Stabilität. Keine Angst, denn Essig wirst du beim Essen nicht merken, das ist rein nur zur Stärkung des Glutens. Gebe ich bei und mische mir alles zu einem Teig. Nur noch zu einem Teig mischen, nicht kneten. Schön durchkneten nochmal. Jetzt beginnt der spaßige Teil. Jetzt wird die Butter eingeschlagen, damit wir uns ihn dann ausrollen können, zusammenlegen und das gibt diese Butterschichten. Darum Blätterteig. In der Fachsprache heißt das Tourieren. Den Hauptteig hier rolle ich mir jetzt etwas rechteckig aus. Und das ist auch der Unterschied zum anderen Blätterteigrezept, das ich veröffentlicht habe. Dort forme ich eine Kugel und dann wird ein Kreuz rausgeschnitten. Und hier mache ich es rechteckig. Da kannst du selber entscheiden, wie du das machen willst. Dann nehme ich noch einmal 100 Gramm Butter. Hier Tipp, am besten gleich 100 Gramm portioniert, direkt aus dem Kühlschrank. Dann hast du die perfekte Größe. Lege ich mir auf den Tisch. Oben auch etwas Mehl darüber. Und dann leicht beginnen auszurollen. Das mehr geschmeidig machen. Butter soll sich schön dehnen können, nicht gleich brechen. Wenn du sie so hin und her bewegen kannst, ist das perfekt. Mehl wieder etwas weg. Hier auch das Mehl wieder etwas weg. Und jetzt sollte die Butterplatte etwa die Hälfte des ausgewarmten Teigs betragen. Dann einfach noch so zuklappen und überall die Enden schön runter. So, der Teig ist jetzt eigentlich zum Tourieren bereit, aber wenn ich jetzt starten würde, würde die Butter sofort auslaufen. Darum ist es jetzt Zeit, den Teig zu kühlen. Ich gebe den jetzt eine Stunde in den Tiefkühler. Du kannst ihn auch zwei Stunden in den Kühlschrank geben, je nachdem, wie viel Zeit das du hast. Aber zuvor noch ganz leicht mit dem Rollholz oben drüber schlagen, nicht ausrollen, nur so
darauf klopfen. Dann wird der ganze Teig schön geschmeidig in ein Teigtuch einschlagen und ab in den Tiefkühler. So, nach einer Stunde im Tiefkühler ist der Teig schön durchgekühlt. Aufgepasst, jeder Tiefkühler ist wieder anders. Kann sein, dass er bei dir schon nach 30 Minuten schön fest ist. Er sollte natürlich nicht gefroren sein, aber wirklich schön fest und stark. Es wird Zeit für die erste Tour, also das Zusammenlegen. Mehl auf den Tisch. Hier wieder etwas geschmeidig klopfen. Und beim Blätterteig muss unbedingt der Teig die gleiche Konsistenz haben wie die Butter. Und das erreichen wir durch das Kühlen. Ausrollen ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn er so kalt ist, ist aber kein Problem. Ist für den Teig und die Schichtung eigentlich das Optimale. Zwischen 8 und 10 mm Dicke ausrollen. Alles in eine Richtung. Dann das Mehl hier weg. Jetzt gibt es eine sogenannte doppelte Tour. Das heißt, ich schlage in die Mitte rein, nochmal rein und dann zusammen. Da der Teig jetzt so schön kalt ist, kann ich gleich noch eine zweite geben. Dazu einfach in die andere Richtung ausrollen. Jetzt haben wir ihn so ausgerollt und jetzt rolle ich ihn so aus. Im Sommer kann es sein, wenn es sehr heiß ist, dass du den Teig jetzt nochmal kühlen musst. Du merkst es, wenn die Butter hier anfängt auszulaufen. Jetzt ist sie schön fest, man sieht es hier. So ist es optimal und der Teig lässt sich perfekt ausrollen. So. Und wieder umdrehen, hier ist es wichtig, kein Mehl sollte hier dazwischen sein. Und jetzt wieder zusammenlegen, in die Mitte rein, Mitte rein und noch einmal fallen. Ein bisschen flach drücken. Jetzt habe ich zwei Touren gegeben, das heißt zweimal zusammengelegt. Bei der ersten Schicht hatte der Teig 4 Schichten, dann mit der zweiten hatte er schon 16, also 4 mal 4. Jetzt markiere ich mir hier einfach 2 Finger rein, dann weiß ich, der Teig hat 2 Touren. Für den Hausgebrauch spielt das nicht so eine Rolle. In der Backstube, wo du 20 Teige auf einmal machst, ist das sehr wichtig. Zudecken. Und jetzt muss ich den nochmal durchkühlen. Ich kann nicht 2 weitere gleich nochmal geben, sonst wird der zäh und zieht sich zusammen und es geht nicht gut. Sondern jetzt nochmal 1 Stunde in den Kühlschrank geben. Nach einer Stunde im Kühlschrank, wieder Mehl auf den Tisch. Diese Kühlzeiten im Kühlschrank sind Mindestangaben. Wenn du was los hast, außer Haus bist, kannst du den Teig locker auch länger drin lassen. Je länger, desto besser. Einfach mindestens 1 Stunde wieder warten. Jetzt haben wir ihn vorhin wieder so ausgerollt und so zusammengelegt. Und jetzt rollen wir ihn so aus. Immer in die andere Richtung. Der konnte jetzt schön entspannen, ist nicht mehr so zäh wie vorhin. Wieder zwischen 8 und 10 mm ausrollen. Jetzt kann man die Butter schon schön durchsehen. Einfach immer wichtig, im Zweifel immer kühlen. Wenn die weich ist und austritt, dann ist der Teig in den meisten Fällen zu warm. In die Mitte legen. Zusammenlegen und jetzt haben wir schon 64 Schichten. Das war die dritte Tour. Wenn du willst, kannst du den Teig jetzt auch noch mal kühlen. Oder wenn er schön kalt ist, kannst du die vierte auch noch gleich geben. Man merkt sehr schnell, ob es geht. Wenn der Teig extrem zäh ist oder eben die Butter irgendwie austreten sollte, dann stoppen und in den Kühlschrank geben. Noch einmal zusammenlegen, die Mitte, Mitte nach außen ziehen
Du kannst es auch versetzt machen. Hier ein Drittel und hier zwei Drittel. Dann ist der Falz nicht hier in der Biegung drin. Das geht auch. Und fertig ist der selbstgemachte Blätterteig. Gut eingeschlagen in Folie. Eine Woche im Kühlschrank haltbar. Kannst du die aber auch perfekt einfrieren. Dann über 2 Monate haltbar zum Auftauen einfach über den Kühlschrank. Und du wirst es sehen, nach 2-3 Tagen im Kühlschrank wird der Teig hier leichte Punkte haben. Das sind Stückenteile im Mehl, die aufquellen. Nichts Schlimmes, hat nichts mit Schimmel oder so zu tun, gibt es halt einfach. Beim gekauften Blätterteig, der mit Säure behandelt ist, siehst du das nicht. Bei diesem hier, der natürlich hergestellt wird, gibt es das halt. Jetzt schneiden wir uns den noch an, durchschneiden und jetzt siehst du schön die Butterschichten. Sind die jetzt überall zu sehen, sollten gleichmäßig sein. Das war's mit dem Blätterteig selber machen. Bevor ich den jetzt verwenden kann, muss ich den noch im Kühlschrank über Nacht abstehen lassen, damit er sich schön entspannt. Sonst zieht er sich gerne zusammen. Das war's mit dem Blätterteig. Rezept zum Nachlesen findest du hier. Schreib mir eine Rückmeldung zu diesem Rezept. Hast du auch schon mal Blätterteig selber gemacht? Wirst du ihn jetzt durch dieses Video machen? Was ist dir lieber, die Dinkelvariante oder die Weizenvariante? Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis dann, dein Marcel.